Hallo zur neuen OV-Videowochenschau. Wir starten mit einer Meldung aus Steinfeld, denn das Hotel Töverland ist verkauft. Der Gemeinderat befürwortete den Aufhebungsbeschluss zum Erwerb des Hotels. Die Firma B&S Verwaltungs GmbH aus Vechta kümmert sich nun um die Fertigstellung des Hotels. Und für alle Autofahrer, am Montag startet der zweite Sanierungsabschnitt in der Vechtaer Straße. Das bedeutet, der Bereich zwischen der Kreuzung in Hame und der Zufahrt zur A1 ist teilweise gesperrt. Die Fahrt in Richtung Vechta ist frei. Weitere Infos zu diesen Themen bekommt ihr am Freitag in der OV. Seid dabei und fiebert mit. Alles, was die Jungs machen im Trainingslager und natürlich die besten Bilder von den Fanmeilen der Region in eurer OV. Noch kein OV-Digital-Abo, noch kein Print-Abo. Das passende Angebot habe ich jetzt für euch. Bis zum Finale gratis. Das OV-EM-Abo jetzt sichern. Kostenlos lesen bis zum Finale. Gratis Geschenk sichern, egal ob digital oder als Papierversion. www.ov-online.de. An diesem Wochenende lädt der gemischte Chor Cecilia nach Lutten zum Sängerbundesfest ein. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Megapark-Party ab 20 Uhr auf dem Jakobusplatz und am Sonntag gibt es einen Festumzug, Start ist um 14.45 Uhr an der Don Bosco-Schule. Und dann wollen wir ja mal sehen, ob wir am Sonntagabend beim EM-Achtelfinale wieder Grund zum Jubeln haben. Der Spieler mit der Nummer 23, Mario!